Papier schneidet man mit einer Schere, Brot mit einem Messer und Metall mit Wasser natürlich. Was im ersten Moment unmöglich erscheint, ist längst Alltag in der Feinmechanikwerkstatt des Physikalischen Instituts der Uni Bonn. Werkstattkoordinator Konrad Peitmann ist begeistert von der jüngsten Anschaffung, die seit Ende 2013 viele Arbeiten präziser, einfacher und vor allem schneller macht. Mit der Wasserstrahlschneidtechnik können wir viele Werkstücke sehr viel schneller und deutlich kostengünstiger herstellen als mit konventionellen Techniken wie Drehen und Fräsen. Und man muss auch nicht sehr viel aufwendige Umspannvorgänge vornehmen. Man kann kompliziertere Strukturen direkt in einem Arbeitsgang ausschneiden, ohne dass man spezielle Werkzeuge benutzen muss und Maschinen umrüsten muss. Alles beginnt mit einer Schablone im Computer. Gängige Bildformate oder in der Steuersoftware gestaltete Vorlagen geben dem Wasserschneider den Weg vor. Sobald das Werkstück eingespannt ist, startet der Vorgang auf Knopfdruck. Mit bis zu 4000 Bar Druck schießt Wasser als scharfer Strahl aus einer kleinen Düse und trennt sauber das Material. Für das bloße Auge kaum sichtbar, es ist feiner Sand beigemischt. Die Einschläge der Sandkörner verstärken die Schnittleistung des Wassers noch. Egal ob filigrane Strukturen oder tiefe Schnitte in hartes Material. Für den Wasserschneider kein Problem. Bei der Maschine kann man eigentlich so ziemlich alle Werkstoffe schneiden, die es gibt. Also wir haben von Metallen über Verbundwerkstoffe und Kunststoffe eigentlich alles schon geschnitten. Sogar Glas und Spiegel sind kein Problem. Der große Vorteil liegt daran, dass wir halt extrem dicke Materialien auch bearbeiten können. Also wir haben auch Edelstähle schon bis 120 mm bearbeitet. Ein Bauteil direkt fertig aus dem Wasserbad. Einbauen und benutzen. Die Vielseitigkeit macht den Wasserschneider besonders interessant für Maßanfertigungen in kleiner Stückzahl. Das war auch für Wolfgang Hillert vom Teilchenbeschleuniger ELSA der Uni Bonn ein Grund, bei der Werkstatt der Physiker anzufragen. Im Beschleuniger sind einige Teile aus dem Wasserschneider verbaut. Ein Beispiel habe ich in der Hand, das ist das Strahlrohr des Beschleunigers unserer Universitätsbeschleunigeranlage ELSA. Sehr dünnwandig, gestärkt durch Rippen, und Sie sehen hier, dass diese Rippen eine Kontur bekommen müssen. Diese Kontur wurde mit dem Wasserstrahler ausgeschnitten. Von besonderer Wichtigkeit hierbei ist es, dass das Schneideverfahren beim Wasserstrahler sehr schonend vonstatten geht, das heißt keine mechanischen Spannungen in das Material einbringt. Also fast alle Teile, die hier hinkommen, sind ja Bestandteile von wissenschaftlichen Forschungsprojekten. Und es ist schon auch immer für uns ein Erfolgserlebnis, wenn wir dann einfach helfen konnten. Wenn wir irgendeinem Wissenschaftler ein Teil bauen konnten, was man so nicht kaufen kann, und er damit erfolgreich forschen kann und vielleicht eben auch neue wichtige Ergebnisse erwirtschaften kann. Freut uns, macht uns Spaß, und insofern sind auch die Herausforderungen für uns jeden Tag neu. Was für Forscher die Lösung vieler Probleme ist, wäre im Haushalt natürlich doch etwas übertrieben. Für Papier und Brot bleiben Schere und Messer immer noch die erste Wahl.